Jo Leute, was geht? Richtiger erster Tag im Krankenhaus. Ist jetzt so um die Mittagszeit rum. Vielleicht kommt auch gleich jemand rein, der irgendwie Essen bringt, aber schon gefühlt relativ viel geschehen heute. Ich habe die Nacht über nicht so gut gepennt. Auch wenn ich vorher nochmal zwei Spritzen in meinen. Wie heißt denn das Ding? Schmerzmittelkatheter bekommen habe. An der Leiste. Absoluter Lebensretter, das Ding. Macht das ganz einfach und Schmerzmittel wirken relativ schnell. Also, wenn ihr die Wahl da draußen habt, euch so ein Ding verlegen zu lassen, macht das unbedingt. Kann ich nur zu raten. Hilft. Hab da gestern vorm Schlafen nochmal zwei Spritzen reinbekommen mit Schmerzmittel. Das hat auch ganz gut geholfen über die Nacht drüber, würde ich sagen. Habe auch jetzt aktuell kaum Schmerzen. Ich kriege morgens mal das abends so eine Schmerztablette, glaube ich. Aber das ist es dann auch. Aber schlecht geschlafen habe ich jetzt auch nicht unbedingt wegen der Schmerzen, sondern weil ich gefühlt hellwach war. I don't know. Ja, konnte einfach nicht pennen. Ging einfach nicht. Also hier war dunkel. Es waren keine Geräusche hier so richtig. Man hört natürlich dann, wenn man gerade nichts zu tun hat, doppelt so genau in seinen Beinen irgendwie rein und spürt jedes Pochen oder jedes bisschen Hitze oder irgendwie sowas, was da so ankommt. Ja. Genau, heute Morgen aufgewacht. Die Tage gehen dann ja auch, wenn man nicht so viel geschlafen hat, gehen die Tage auch relativ früh wieder los. Also ich glaube 6:30 Uhr oder so waren die ersten hier heute Morgen zum Blutdruck messen. Und dann gab es auch schon Frühstück und so weiter und so fort. Highlight bisher würde ich sagen, Physiotherapeutin war da. Ich bin auf dem, die hat mich schon mal auf die Beine gestellt. Kommen Sie rein! Wie auf die Minute bestellt. Natürlich kommt der Essensmann rein, wenn ich gerade ein Video mache. Leckeres Krankenhausessen gibt so Nudeln mit einer Birne und zum Keks. Ich werde mal dazu wahrscheinlich noch einen von meinen mitgebrachten Riegeln reinziehen. Ja, viel trinken, viel essen ist wichtig. Euer Körper arbeitet viel an der Verletzung und so. Deswegen, auch wenn man gerade irgendwie keinen Bock hat, was zu trinken oder so, sich immer mal dran erinnern. Einfach was trinken, einfach machen, ist gut für euren Körper und ordentlich was essen. Euer Körper braucht die Nährstoffe. So ein Ding. Wo war ich gerade, was ich erzählen wollte? Genau, Physio war da. Hat mich auf die Beine gestellt. Dann konnte ich mit Krücken hier schon mal so ein bisschen den Gang lang gehen. Also ich bin einmal Gang rauf, Gang runter. Ich hatte natürlich noch so mein OP-Hemd an, war so leicht bekleidet. Kann man nichts dran machen, ist halt so. Aber ich sollte halt nicht aufstehen, bevor ich quasi von der Physio das Go habe oder sie mir einmal erklärt hat, wie ich stehen soll, wie ich gehen kann, wie ich abrollen soll mit den Füßen. Ja, und danach hatte ich dann quasi auch das Go, mich quasi einmal anzuziehen. Ich hatte vorher noch diese Bewegungsschiene, also dieses automatische Ding, zeige ich euch einfach mal im Video. Das fährt so rauf und runter, heute nur zwischen 0 und 30 Grad. Also das ist absolut noch überhaupt keine Beugung, aber es ist schon mal ein Anfang, um in so eine passive Bewegung halt reinzukommen. Genau. Danach durfte ich mich dann quasi auch anziehen, wenn ich die Kraft habe. Und ich sag euch, Jungs, das war, Leute, das war wirklich, wirklich anstrengend. Also ich habe jetzt hier mein Shirt an, ich habe eine Hose an, so eine Sporthose, eine kurze Hose, das ganz gut, sodass ich, keine Ahnung, das Brace da auch noch rangekriegt habe. Habe ich mir auch gerade noch selber angelegt, weiß ich noch nicht, ob das jetzt so richtig ist. Kann ich euch auch gleich nochmal zeigen, aber danach war ich schon echt froh, kurz mal Pause machen zu können, mich einfach hinlegen zu können. Ja, so der aktuelle Stand. Bis auf die Pille heute Morgen habe ich keine weiteren Schmerzmittel bekommen und meinem Bein geht es eigentlich soweit gut. Nachbarn habe ich hier auch immer noch nicht. Also immer noch Hotel, Krankenhaus, Zimmer für mich quasi. Glück gehabt. Ja, gucken wir mal, was der weitere Tag noch so bringt. Ach genau, kann ich auch noch sagen, absoluter Lebensretter. Ich habe hier meine Handyhalterung zum Filmen, mein Dreibein habe ich mir oben so an den Griff gehängt. Man kann da super geil irgendwie so Netflix, YouTube, Twitch,
mir reinziehen. Super entspannt, schön im Liegen. Man guckt auch nach oben. Ist ja nicht so ungesund. Also ist ja eher ungesund, wenn man die ganze Zeit so nach unten guckt. Deswegen kann ich da auch schön nach oben gucken. Das ist super nice und kann ich nur jedem empfehlen. Kostet ja auch nicht so viel, so ein Teil. Wäre vielleicht auch ganz geil, wenn sie sowas im Krankenhaus einfach so anbieten würden, einem so ein Ding irgendwie hinzuhängen. Ja.